Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders. Wir sind in der Mission Insel Burbatak, wo wir das letzte Mal die Dunkelelfen und die Menschen ausgeschalten haben und heute vorhaben, die Hünen hier auszuschalten, alle Zauber zu kaufen und dann die Echsen auszuschalten. Mit den Echsen haben wir zwar ein Bündnis, aber laut Kartenbeschreibung ist die Bündnis-Siegoption quasi nicht aktiv, so dass wir alle töten müssen. Dann hier kommen wir hier raus. Ja, also wir können noch ein bisschen gucken, was hier im Untergrund noch möglich ist. Ist ja hier noch eine Goblinstadt. Da liegt noch ein bisschen Gold rum. Da können wir noch sicher was machen. Und das restliche Gold, wo investiere ich das eigentlich gerade? Hier wird umgesiedelt. Hier wird aufgewertet. Und was ist hier? Okay. Ich habe doch hier irgendwann aufgewertet. Okay, nächste Runde. Und die müsste noch befestigt werden, sehe ich gerade. Ja, wenn wir die aufgewertet haben, hätten wir dann Teufel. Nicht, dass wir die unbedingt noch bräuchten, aber das Wichtige wäre hier das Umsiedeln, weil die Städte schon relativ gut aufgewertet sind. Das restliche Gold könnte ich ja jetzt schon mal anfangen. Dann in Zauber zu investieren. Haben wir hier irgendjemanden rumstehen? Ja, dich. Wir fangen dann an, mal die Zauber zu kaufen. Okay. Ich finde es eigentlich, oder fand es dann nett, Age of Wonders 2 und später wurde ja dann die Bündnissiegbedingung als grundlegendes immer aktiv gehalten. Dass man, wenn man in einer Mission jetzt einen Verbündeten oder zwei sogar manchmal hatte, aber hauptsächlich einen. Manchmal haben sich die Verbündeten dann gegenseitig bekriegt. Dann konnte man das Spiel beenden, ohne dass man alle töten musste. Da gab es dann... Oh. Da kämpfen alle gegen mich. Das ist ja schön. So. Was kostet ihr? Akzeptabel, würde ich sagen. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Oh. Den hätte ich gern, aber ich habe jetzt nichts, um einen Feuerelementar auszuschalten. Ist dann doch ein bisschen zu heavy. Das ist hier, ne? Okay. Das ist nicht so interessant, ehrlich gesagt. Wo solltest du hin? Solltest das einnehmen, genau. Und ansonsten war eigentlich unser Vorstoß jetzt hier so. Richtig, weil da gab es jede Menge Kruppzeug, was auch noch weggeschmissen werden musste. Wir hatten jetzt schon einiges, aber hier hätten wir noch ein bisschen Kanonenfutter. Und wer hat nicht gerne ein bisschen Kanonenfutter? Machen wir gleich mal einen großen Kampf. Sicher. Und wir müssen eigentlich nur ihn ausschalten. Anführungsstrich nur... Hat sehr, sehr gute Offensivstats und Heilkunst. Der Uri. ja, durch physische Angriffe verletzbar. Heilkunst, der Einzige mit Heilkunst. Hoffentlich setzt er die Heilkunst. Okay, der Paladin kann das auch. Interessant. Hoffentlich setzt er die Heilkunst irgendwie dumm ein. Gegen... für einen Verbündeten von ihm und nicht für ihn selbst. So. Talik hat auch noch 20 Lebenspunkte, das ist gut. Ich werde die Kavalleristen auch in die Nähe bewegen, einfach nur, dass, falls der Gegner aus den Toren rausgeht, dass wir was haben, um ihm zu begegnen. Selbiges hier. Hier könnt ihr mal auch versuchen, hoffen, dass Gegner mit den Halblingen da die Stadt verlässt. Schauen wir mal. Die oberste Priorität haben die Halblinge Schleuderschützen. Die sind ja super stark. Und also vor den Flammentypen habe ich jetzt nicht so unbedingt Angst, aber ja. Genau, da kommen sie doch raus. Das ist doch perfekt. Werden sie gleich mit Giftpfeilen versorgt. Hinten, das sind alles nur solche kleinen
Kühnen Fechter, wobei die sehr gute Offensivsets haben. Mit 5 Angriff ist gar nicht so schlecht. Und das ist mal mit einem Halbling oder so vergleicht gleich. Der hat nur 4. 4, 2 und die haben 5, 3. 5 Leben. Ist gleich 2, 4 Sets. 2, 4 Sets, okay. Und ein Goblin-Krieger. Auch 4, 2. Aber nur 4 Leben dazu. Interessant. Also ja, die Stat-Variationen klingen hier immer nicht sehr viel, aber die, dadurch, dass es eh so wenig Stat-Punkte gibt, ja, von 0 bis 10, machen kleine Änderungen schon viel aus. Mist. Mist. Das kann man leicht beheben. Der musste sich jetzt eh bewegen, weil er zwei Leuten im Weg steht. So. Ich stelle dich einfach. Oh, probier's. Probier's. Genau, und ihr stellt euch dann einfach nur so hier hin. Beziehungsweise du kannst du noch so weit ziehen. Kannst mal versuchen, hier dann durch den Wald durchzuschießen. Igor, Igor hat auch schon ziemlich gute Defensivsets. Wir ziehen uns noch ein bisschen zurück, dass wir jetzt nicht von den Flammenwerfern erwischt werden. Nach Möglichkeit. Wie? Warum trifft er mich? Na gut. Ja, genau, sehr gut. Das ist schon mal eine Heilkunst weg. Cool wäre ja, wenn die Goblin Bogenschützen oder wie heißen die? Goblin. Ja, diese Goblin-Fernkämpfer überleben würden. Weil er nur 5 Verteidigung hat, könnte man versuchen, ihn auch ein bisschen mit Giftpfeilen zuzusetzen. Goblin-Pfeilschützen. Mal gucken, wie das so läuft. Okay, die gehen ja sonst wo lang hier. Hier ist noch ein Schleuderer. Ernsthaft. Habe ich übersehen. Könnt auch noch ein paar hier rauskommen, wenn ihr wollt. Ansonsten. Gut, das reicht nicht, also müssten wir jetzt mal vorrücken. Ah, du hast schon gezogen, ja. Und du könntest noch Gefall auf ihn. Und ansonsten wartet ihr hier einfach. Okay. Ja, genau. Wenigstens nur einen Schaden. Geil. Die haben sich selber hier so eine Todesfalle aufgebaut. Oh Mann. Wir könnten noch versuchen, hier halt mit den Kavalleristen noch ein paar auszuschalten. Die scheinen auf andere gehen zu wollen. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass unsere Helden hier jetzt nicht einen Nippel, ein Dings abgeben. Aber du stehst quasi richtig schlecht, ha? Huh? Nicht abnippeln war da wohl das Wort, was ich gesucht habe. So. Der überlebt das. Natürlich. Machen wir so. Sehr gut.
Okay. Trifft seinen eigenen, genau, das habe ich ein bisschen gehofft. Ja, die Goblin-Schütze werden nicht überleben. Genauso wenig wie der Kavallerist, aber das swarmt. Ich jetzt panisch? Nein. Paladin hat natürlich Dingsbums. Hey! Gut, die sind dann schon mal weg. So, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht noch die Aufmerksamkeit von uns wegziehen, nach Möglichkeit, aber so eine Sache. Zufrieden. Helden sehen ein bisschen zu low aus, ehrlich gesagt. Das gefällt mir nicht. Wir müssen jetzt irgendwie den Anführer snipen. What? What? Was ist denn sein Problem? Okay, jetzt brauchen wir auch noch 10 Jahre dafür. Aber ist okay. Eine Runde mehr macht's. Kraut ist auch nicht mehr fett. So, der ist Geschichte. Und dann versuchen wir uns an dem nächsten. Okay. Interessant. Da wahrscheinlich beide getroffen werden, aber ich wäre es das Beste, wir könnten ihn irgendwie mit irgendwelchen magischen Angriffen ein bisschen verwundbar machen. Ja genau, wenigstens noch ein bisschen Schaden gekriegt. Guck an, jetzt hat er nur noch ein Leben, das sieht doch gut aus. Aha, da wollen sie einziehen, also. Es sollte eigentlich Igor. Blick des Verderbens, passt der Name. Uri ist besiegt worden. Am Tag 25 wurde das Reich der Hünen angeführt von Uri besiegt. Oh, jetzt haben wir schon gewonnen, wegen. Es gibt doch einen Bündnissieg. Na, Moment. Genau das wollte ich ja vermeiden. Okay. Wir merken uns das. Wir würden das jetzt gewinnen. Bis nur den Anführer ausnehmen. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, hier noch die Zauber zu kaufen. Das wäre sonst auch eine viel zu kurze Episode. Ist egal, wohin wir es jetzt umsiedeln. Die Frage ist, ist es stabil? Ja, das heißt, wir können jetzt die Dinger kaufen. Hohes Gebet. Verteidigungsstärke und Widerstand. Okay. Gekauft. Wir brauchen noch 2 Runden, um überall hinzukommen. Vielleicht auch, um das Geld zu haben. Ja, der schafft es auch nicht ganz. Du schaffst es auch nicht ganz. So, müssten das dann alle gewesen sein. 1, 2, 3... Hier, höchstens noch hier ein. Den können wir da hinschicken? Ihn. Ja, es ist eigentlich alles hinfällig, was wir hier machen. Wenn ehrlich ist. Wir brauchen nur nächste Runde das Gold für da ist noch einer. Wie komme ich denn da hin? Durch die Teleporter wahrscheinlich.
Okay, das ist sogar ein Gebietswächter. Okay, wie komme ich jetzt noch dahin, ist die Frage. Gekauft. Schafft es jetzt die Runde eh nicht. Und du, was gibt's hier noch? Gibt es noch einen Wachturm? Okay, und das war's. Jetzt würde ich mich möglichst schnell. Wie lange brauche ich hier hin? Muss hier doch einen Teleporter geben, nicht? Okay, dann ist das doch wahrscheinlich gestorben. Ich werde jetzt nicht mich da 10 Jahre hinbewegen. Den Wachturm brauchen wir noch. Den Zauberturm, sage ich, und dann hätten wir es, oder? Hier noch. Genau, das hätte ich noch gern. Nächste Runde, das nächste. Okay. Ja gut. Machen wir den Endkampf als zweimal. Dafür haben wir dann die ganzen Zauber mit. Oder die meisten. Ich würde jetzt, ne, das hatte ich mir zwar vorgenommen, aber ich würde jetzt nicht versuchen, extra bis da zum Ende der Welt zu laufen, nur um einen allerletzten Zauberspruch zu bekommen. Das ist schon okay. Als ob du den halten kannst. Ja, ja. Mach doch, was du denkst, ne? Das ist doch physische Resistenz oder so. Kriegt man nie kaputt. So. Kaufen. Deswegen konnte er Kraftverlust überhaupt nur zaubern. Das ist der untere. Das ist der obere. Und der. Das ist der. Und jetzt kann ich hier nicht gucken, weil die Olle da steht. Ist die kaputt? Ja, sie greift mich an. Müsste sie gar nicht. Ich denke, ich kann hier noch viel zaubern, aber kann ich nicht. Komm schon. Gut. Ich fange nämlich hier unten hin. Ja, aber ob es hier noch was gibt, das sieht aus wie Halblinge und sowas, gehört dann zu den Hüden. Und ja, die einzigen näheren Zauber hätten wir dann hier. Ne? Das wäre schon interessant, was da wäre. Ne? Das dauert mir jetzt zu lang. Ich kämpfe noch ein bisschen mit mir. Nein, nein, ich beende das jetzt einfach hier. Was soll's? Machen wir das Ganze nochmal. Hat ja ganz gut geklappt. Gucken, ob mir das dann gleich nochmal so gut klappt. Ob ich mich jetzt dümmer anstelle. Verluste, wie gesagt, jetzt quasi egal. Abgesehen davon, dass ich halt gewinnen will und keine Helden verlieren will. Ansonsten sind mir Verluste relativ schnurz. Würde ich sagen. Okay. Ja, machen wir es gleich nochmal. Aber da haben wir die Mission dann heute beendet. Das ist cool. Und diese, dass der Bündnissieg deaktiviert steht, ist also einfach nur eine Lüge, eine dreiste Lüge. Hätte ich auch, wie ich schon angekündigt habe, auch ein bisschen schade gefunden. So hat man noch mehr Möglichkeiten, doch vielleicht auf Bündnisse zu gehen. Und die Echsen, ne, mit denen haben wir in der Vergangenheit auch schon zusammengearbeitet, daher passt das irgendwie auch storymäßig ganz gut, dass wir jetzt mit den Echsen hier ein Bündnis haben. Das bringt mich zu der Frage, ob es dann bei der Tal der Wundermission als die Hühn, ob man dann wirklich mit den Menschen auch verbündet ist.
weil die sind ja so die Menschenfreunde, die die Menschen retten wollen. Und hast du nicht gesehen, während eigentlich alle anderen wollen die Menschen daraus vertreiben. Die Elfen wollen das, die Dunkelelfen so und so, also Kult der Stürme und die Untoten so und so, die wollen ja alles killen einfach. Das ist genau wie beim letzten Mal. Die stehen ja ein bisschen im Weg. Das Beste wäre, wenn du ihn jetzt tot kriegst. Und du über alle drüber schießt. Ja. Giftet, ole ole. Ist da, ne, ihr geht schon mal ein bisschen so grob in die Richtung. Jetzt wollte ich die zwei Schleuderschützen diesmal gleich am Anfang ausschalten. Genau. Muss ich so gehen. Okay. So ungefähr. Klar. Diese Flammenpanzer bringen auch nichts. Hier schicken sie sogar Hühner da oben hin, interessant. Gegen die Goblins. Was können die denn? Was können die denn dafür? Nix. Blockieren sie sich wieder selber und dann rennen sie wieder sonst wo lang. So. Charge! Au! Kommst du bis dahin? Ja! Dann nimmst du ihn hier weg. Genau, und du gehst in die Richtung. Du gehst mit außen rum. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass unser Ego jetzt schon so viel Schaden genommen hat. Okay, der hat wenigstens jetzt den Kreis geschalten. Auch nicht in Panik versetzt worden. Sehr gut. Könnte es interessant sein, dass die Flammenpanzer irgendwie überhaupt nichts gemacht haben bis jetzt? Komischerweise. Genau das, aber das ist der Weg frei für die Pfeile. So. Du hilfst da weiter. Wir kümmern uns jetzt mal um die Flammenpanzer hier langsam. Sehr gut. Selber Schaden gegen seine Gebäude hier gemacht. Die gehen wieder alle dort hoch. Interessant. Das hatten wir gerade schon. Du brauchst doch die Erfahrung, ne? Du schaffst leider nicht ganz. Wie gesagt, ich jag jetzt einfach alle hier rein, um noch ein bisschen Schaden zu machen.
Ah, genau, hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Hier kommen die ganzen Nahkämpfer jetzt gleich raus. Mal ein bisschen zurückziehen hier und ein bisschen verteilen. Die schaffen es sogar. Die anderen nicht. Wir kriegen die auch nicht alle kaputt, aber das ist wie gesagt auch nicht nur Ziel wirklich. Als Spaß hier noch ein bisschen was, okay. Sehr gut. Vier Leben. Gut gegangen. Die Welle. Den Feuerball. Piu. Blick des Verderbens. Okay, zwei Runden später. Uri ist besiegt worden. Jetzt aber wirklich. Und wir haben gewonnen. Ne? Jetzt noch mit ein paar mehr Zaubern im Gepäck, die wir wahrscheinlich eh nie einsetzen werden. Aber ihr wisst, warum ich das gerne mitnehme. Gerade Heldenbeschwörung. Klang jetzt interessant. Gucken wir mal. Okay, wir haben gewonnen. Interessant ist ja jetzt mal die Armeen der Helden der Echsen. Die Echsen haben noch zwei Helden bis zum Schluss, okay? Interessant. Belohnung abgelehnt. Ich habe die Insel. Die Macht von Burbatak ermöglichte es Inyok, seine Gefolgschaft zu versammeln. Als Belohnung griff Inyok tief in mein Herz und brachte sie zurück zu mir. In schwarzen Tüchern gehüllt, die Lippen halb geöffnet, stand sie mit offenen Armen da. Meine geliebte Melanis ist von den Toten zurückgekehrt, aber sie lebt nicht. Sie ist nur untot. Wie konnte Inyok mir geben, was ich erbat, und doch so grausam sein? Sie folgt mir wie ein Schatten, unterwürfig und spricht kein Wort. Ihre Hand ist kalt. Wie kann ich mich von diesem furchtbaren Geschenk befreien? Ah, er liebt also Melanis. Interessant. Puh, nächste Mission wäre dann Opposition. Das klingt ja jetzt wirklich spannend. Also, er sagt ja jetzt, Inyok ist grausam und doch nicht so cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, bin ich jetzt wirklich gespannt, was jetzt als nächstes passieren würde. Aber okay. Insel Burbatak war dann doch jetzt schneller zu Ende, weil wir jetzt nur noch die Hünen ausschalten mussten. Aber egal, dann haben wir mal eine kurze Episode. Und ja, nächste Woche dann wieder eine normal lange. Könnt ihr euch darauf freuen. Gut, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.